So, begin a game. Wir suchen immer noch die heilige Halle. Finden Sie Ruinen der Paläste der sieben Prinzen auf Kidusi, Anitomi, Wahadasha und oder Angereb. Oder blblblbl. So, da wir hier wirklich echt strunzdoof durch die Gegend klicken, war ich einfach mal ein bisschen faul und habe mir gedacht, so, frag doch einfach Google. Okay, und jetzt hier tatsächlich dann das Video dazu, wie man diese heiligen Hallen findet. Also laut Anleitung klicken wir auf das alte Familienhaus oberhalb vom Dorf Wahadasha. Das war das. Und gehen dann zur Stadtmauer und klicken dort auf Hayatas Haus an der Stadtmauer. Irgendwo hier. So. Blub, das ist nicht das Haus. Das heißt, wir suchen jetzt mal weiter. Auf so einen Scheiß musst du auch erstmal kommen. So, das ist nicht das Richtige. Das ist nicht das Richtige an der Stadtmauer. Das kann natürlich wieder überall sein. Die Stadtmauern sind ja relativ groß. Hier stand gerade irgendwas. Wandteppichwerkstatt. Ein Geschützturm. Der Leuchtturm. Und bitteschön. Die große Mauer. Dafür müssen wir gleich nach Taborime rüberseppen. So, Schalawupke. Dort sind wir hier. Und hier die alte Mauer beim Marktplatz. Die haben wir ja schon gefunden. Und es heißt Weg zu den Gärten. Das heißt, irgendwo hier geht es ja zu den Gärten. Auch hier soll eine alte Mauer irgendwo bei den Gärten stehen. Das dürfte diese hier sein. Wunderbar. Der Bericht ist doch ausführlich, oder? Ja. Darf ich einmal sehen? Bitteschön. Ha, ganz passabel. Ja. Nur zu. Ich habe weitere Informationen gesammelt und für Sie notiert. Okay, das ist jetzt für mich irrelevant. Wenn Sie mir einen Gefallen tun könnten. Der da lautet? Weiß er nicht. Also, wir müssen nach Kidusi. Nein, das ist nicht Kidusi. Das ist Kidusi. Hier steht der Baumeister. Tempel von Kidusi am Hafen ausgesehen, links im Fels. Am Hafen ausgesehen, links im Fels. Das dürfte dieser hier sein. Genau. Den hätten wir. Die Palastruinen auf dieser wunderschönen Insel. Das ist dann wohl hier, genau. Und Mauern des Palasthofes. Ungefähr irgendwo hier. Palasthof. Tempel von hier, das ist nicht. Das wäre jetzt ein Zufallstreffer gewesen. Wo geht man hier aus Klo? Mauern des Palasthofes. Ja, geht er mal weg da. Kaiserliche Gärten. Das sind sie nicht. Sie verstecken sich hier irgendwo. Irgendwo. Im Nirgendwo. Sollen sie sein. Alter, ey, das ist wie gesagt, das hier ist die alte Mauer. Das ist sie nicht. Das kann es auch nicht sein. Irgendwo hier muss es sein. Mauern des Palasthofes, ja. Tja, Noch ungenauer war die Angabe nicht zu finden.
Aber ich meine, ich bin ja immerhin schon mal dankbar, denn kommt mal erstmal auf den ganzen Scheiß, den man hier klicken muss, ne? Das verhagelt einen so ein bisschen die Laune. So dieses klicken Sie hier, klicken Sie da, suchen Sie hier, suchen Sie überall. Okay, also das ist es nicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Gucken wir mal rein, aber... Ne, da steht auch nur Blödsinn drin. Bla. Da steht jetzt auch nicht wirklich irgendwas. Das ist echt was für Leute mit Ungeduld. Also wie mich. Das sind die Mauern, die hatten wir schon. Ja, falls ihr euch wundert, da oben wird ständig eine Aktualisierung für Anno eingeblendet. Das dürfte das neue DLC mit den Luftschiffen sein. Ich werde es mir gleich mal holen, aber dann halt einfach hier dann ansiedeln. Aber wo ist diese Mauern des Palasthofes? Ich habe keine Ahnung, was die damit meinen. Ich weiß, einige von euch werden sich jetzt totlachen und sagen, der ist echt voll doof. Der findet das nicht. Ich habe das in einer Minute gelöst, das ganze Rätsel. Und der quält sich jetzt schon seit 10 Minuten damit. Ja. Nee, ist echt irgendwie nicht zu finden. Alter, ich gucke gleich bei der Konkurrenz. Nö. Ich bin doch aber auch noch auf der richtigen Insel. Ich meine, ich das jetzt auf der falschen Insel suche. Nein, hier steht Tamburima. Mauer des Palasthofes in Tamburima. Das ist hier, das soll hier sein. Wo bist du also? Da war was. Mauer des Palasthofes. So. Und jetzt finden wir den Rest auch noch. Dafür müssen wir wieder nach Kedusi. Und da gibt es hier diesen kleinen... Der Bericht ist doch ausführlich, oder? Ja. Wir nähern uns dem Ende unserer Aufgaben. Ein Kapitel bleibt jedoch noch. Nein. Das über ihre eigenen Anstrengungen in Imbesa. Leute. Endlich! Unser Opus Magnum ist vollendet. Ich habe gleich mehrere Kopien anfertigen lassen. Eine meisterhafte Arbeit, wenn ich das so anmerken darf. Ja, darfst du. Da ist es. Die gesammelten Werke meiner Heimat vereint in einer Chronik. Das Land der Löwen. Wollen wir mal blättern? Ja, bitte. Diese Chronik verkündet ein neues goldenes Zeitalter. Die Ära der Löwen. Den Triumph in Besas. Und wir? Wir sind die Architekten seines Glanzes. Glanz erfüllt die Seele von Enbesa. Wunderbar. Wunderbar. Komm, bringen wir den ganzen Scheiß mal hier ins Kontor. Wendemanöver! Das war dann das. Dann haben wir nämlich auch nicht nur... Wir haben jetzt nicht nur in Kadisha Kedusi verraten, sondern auch gleich die Chroniken von Imbesa haben wir euch mitverfrachtet. Wunderbar, hier kannst du verrotten. Ist mir schiegegoll. Die Menschen lassen sie hochleben.
hätten wir also auch durch. Gut, dass wir endlich Frieden haben. Ja, ach, wie gut, dass wir endlich Frieden haben. So, wir machen tatsächlich dann jetzt an dieser Stelle erst einmal Schluss. Fassen das hier mal angenehm zusammen. Ich hasse diese Scheiße hier, weil es tatsächlich ein Wimmelbild ist, woraus ich nicht wirklich schlau geworden bin, weil ich hier einfach nur irgendwo klicken muss. Gut, vielleicht habe ich auch schlichtweg die Geduld nicht dafür, mich da durchzukämpfen, was mir aber auch relativ Wumpe ist. So, das haben wir geklärt. Im Grunde genommen gibt es noch eine Aufgabe hier zu lösen. Und wir wissen allerdings jetzt nicht so genau, wann die kommt. Deswegen brauchen wir auch noch mit dieser Aufgabe nicht anfangen. So, ich sage erstmal Schaui Waui, bis zum nächsten Video.